Ja, wenn ich Objekte verschiebe, kann es ja öfters mal vorkommen, dass die nicht so übereinander liegen, wie sie liegen sollen. Wenn ich zum Beispiel will, dass dieses blaue Rechteck hier oben drüber liegt, dann kann ich das so viel verschieben, wie ich will. Das wird sich dabei nicht verändern. Allerdings geht das ganz leicht zu ändern, und zwar, wenn ich ein Objekt ausgewählt habe, kann ich das nach oben vorne quasi schieben, indem ich hier oben diese Knöpfe verwende. Und da gibt es hier die Möglichkeit, das gewählte Objekt eine Stufe nach oben zu heben oder auch ganz nach oben zu heben. Also in diesem Fall ist jetzt also das unterste von diesen drei Objekten das Quadrat, die Quadratlinie. Dann kommt dieser Kreis und dann kommt das Rechteck. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Befehl wähle, dann ist mein Rechteck ganz unten unterhalb von der Linie und eben auch unterhalb von dem Kreis. In diesem Fall auch unterhalb von dem. Und so kann ich zum Beispiel, wenn ich das mal gerade alles noch ein bisschen übereinander lege, schrittweise ein Objekt nach vorne holen. Jetzt ist das Quadrat das unterste, eins nach oben und noch eins nach oben. Entweder ganz nach unten in einem Schritt oder, wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich es haben will, schrittweise einzeln nach oben holen. So, das funktioniert mit jedem Objekt. Wie es nicht geht oder wenn das nicht geht, dann wird das daran liegen, dass die Objekte irgendwie gruppiert sind. Und ich kann einzelne Objekte in einer Gruppierung nicht einzeln in der Höhe verschieben. Dann muss ich das also anders regeln, in der Gruppierung vielleicht verändern oder eventuell eine Gruppierung aufheben.